Damit wieder recht herzlich willkommen hier zurück bei uns auf unserem Kanal bei einer neuen Folge The Evil Within. In der letzten Folge haben wir ganz kranken Stuff gemacht. Ja, ne, hier mit den Köpfen und so. Wir haben jetzt hier gerade noch die Cutscene gesehen. Und ja, jetzt gucken wir mal, wo und wie und wann es jetzt weitergeht. Ja, lol! Freunde, komm mal. So, kriegst du hier noch einen hier drauf? Schnibbidi Schnapp. Du kriegst hier. Hallo. Dann halt so. Du bleibst jetzt hier. Jo, du hast kein Gesicht mehr. Dementsprechend auf Wiedergesehen. So, dann lasst uns nochmal gucken. Weil jetzt müsste er hier. Eine Flüssigkeit. Jetzt nur noch eins. Eins, genau. So, die wunderbare Flüssigkeit scheint oben zu sein. Und zwar hier links. Ja, und jetzt kommt wieder der Assassine. Ach, der kommt von da hinten. Jawoll. Assassin's Creed. Jawoll. Okay. Also wir können uns anscheinend nicht in Schränken verstecken. Vor dem Assassin. Wäre jetzt so meine Vermutung. Und wir probieren es gleich wieder nach oben zu gehen. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Okay, also jetzt sind wir wieder hier oben angekommen. Ohne den Assassin's Creed-Typ. Und wir lesen uns jetzt erstmal die Notiz von Rubiks Zimmer durch. Ich habe sie wieder gesehen. Am Ende des Flurs. Ihr langes schwarzes Haar. Schön wie immer. Glänzend im Mondschein, die Augen wie dunkle Teiche in ihrem Porzellangesicht. Sie trug ihr rotes Lieblingskleid, wie ein blutroter Sonnenuntergang, wie eine Blutspur im schwindenden Licht. Laura, du kannst nicht tot sein. Who the fuck ist Laura? Also ist es jetzt meine Schwester oder what? Also, wäre jetzt ja so eine Möglichkeit, ne? Also, Schwesterchen und so. Okay, also, wir gucken jetzt mal. Wir suchen jetzt auf jeden Fall noch so einen Krankenraum, wo wir wieder irgendeine Nadel stecken müssen. Mal gucken! Mal gucken! Was ist denn los? Was wir hier so finden. Wir finden auf jeden Fall noch ein Kartenfragment. Sehr gut. Was war das? Hier gibt es noch Flüssigkeiten. Scheiße. What? Was zum... Ja, okay. Ich habe keine Ahnung, was das gerade war, aber wir sagen mal... Was können wir jetzt hier machen, wenn wir durch den Kamin gehen? Hallo? Ist da wer? Okay, also wir haben den Raum gefunden. Nice! Und ja... Jetzt ist die große Frage der Fragen, was muss ich jetzt hier schon wieder machen? Untersuchen. Proband Nummer 12, Test 71B, Elektronenplatzierung A2. Stimulation der Amygdala, Ursprung der Emotionen und Erinnerungen, das Angstzentrum. Nein! Bitte! Bitte nicht! Nein! Kann ich hier auch noch mal kurz raus? Proband fühlt nun wie ich. Doch dieses Gefäß ist viel zu schwach, um die seelische Belastung zu überstehen, die ich täglich erfahre. Warte mal, wir haben hier Kausalität. 4, ich glaube wir brauchen 4. A2. A2 wäre hier hinten, wenn ich mich nicht ganz täusche, oder? Okay.
Ist euch mal aufgefallen, wenn wir die Nadel falsch stechen, dass wir auch immer Schaden bekommen? Also ich würde mich jetzt fragen, ob wir der Proband da vorne sind, der Kopf quasi von der ganzen Aktion. Aber gut, Fragen über Fragen? Ich frage mich jetzt hier, glaube ich, langsam gar nichts mehr bei dem Spiel. Eddie ist einfach nur krank. Weil andere kann ich nichts dazu sagen, außer krank. Oh Vater, wenn du nur wüsstest, wie erfüllend dein Gesichtsausdruck ist. Hast du gedacht, dass ich mich in Luft auflöse? Wenn du mich einsperrst, aus den Augen, aus dem Sinn. Hast du? Das hast du, nicht wahr? Nun, du bist mir nie aus dem Sinn gegangen. Ich hoffe, ihr seid stolz auf euch. Okay. Ruvik, hat er alles gut bei dir? Oder ist, Also, ja. Wir gehen jetzt aber... Ich weiß gar nicht, was ich jetzt dazu sagen soll. Außer, ja, wir gehen jetzt einfach hier hinten lang. Weil wir jetzt hier hinten lang. Aber gut, Ruvik ist ein kranker Typ. Hier gibt's noch was zum Hören. Hier gibt's noch was zum... zu liegen. Was liegen? Will ich dich jetzt verbrennen? Nö. Okay. Okay, mein Freund. Kann ich dich jetzt gehen? Ja, Bomben ausweichen. Steuerung, schleichen. Du kannst an Bomben vorbeischleichen, ohne sie auszulösen. Ja, toll. Toll, toll, toll. Wir gehen jetzt erstmal kurz hier nochmal auf Medizin. Wie viel haben wir denn? Reserve 1, maximal 3. Nö, dann nehme ich immer gleich so ein Fullpack. Ah, da geht's dir erstmal nicht so gut. Ja, und ja. Beruhig dich. Sammeln wir hier die Dings ein. Und die Axt nehmen wir auch gerne mit. Und jetzt hören wir uns erstmal nochmal an, was wir hier hören. Stimulation der kortikalen Region mit maximaler Frequenz hat sich als wenig wirksam herausgestellt. Die Probanden schreien und schreien, aber sie sterben zu schnell. Individuelle Einstellungen zeigen bessere Ergebnisse. Die einzige Frage ist, auf welche Region ich mich konzentrieren sollte. Angst? Hoffnung? Einwilligung? Vertrauen? Neid? Drei davon sind von zentraler Bedeutung. Auf welche? Ja! Muss ich sagen, finde ich toll, dass, wenn wir uns was anhören, dass Ruvik auf einmal sagt, ja, Justice. Die gut. Tür sollte jetzt aufgehen. Ja, die Tür sollte jetzt aufgehen. Jetzt ist die große Frage, laufen, sollten wir jetzt wirklich wieder dahin zurücklaufen, wo wir gerade waren, oder sollten wir jetzt einfach zur Tür gehen? Ich glaube, wir laufen jetzt einfach zur Tür. So, und damit sind wir hier wieder back to the door. Oder aber auch Zeit. Und auf geht's Richtung Doc und Leslie. Die sind ja hier durchgerannt. Ja? Wie war's mit weiterlaufen? Okay, ich kann hier nicht sprinten. Also, wir sind ja immer noch... Ich kann hier nichts mehr. Ja, als ob... Sauberer Schnitt. Gerade durch. Dafür hat der Onkel Doktor kein Heilmittel mehr. Die What? Makellose Haut ablösen. Gedanken des Geistes. Wovor hast du Angst, mein Kleiner? Abziehen, nicht zerreißen. Alles. Ruvik.
Wie abziehen, nicht zerreißen? Was ist denn mit ihm verkehrt? Okay, wir laufen Ruvik einfach mal hinterher, beziehungsweise diesen Schwarm voller Blut. Gucken wir mal, wo uns das Ganze jetzt hier hinbringt, beziehungsweise wo uns das Ganze jetzt hier hinführt wir schauen mal. Ich bin gespannt. Ja. Was ist hier los? Ja, nee, ist klar. Ist klar. Ist klar. Was ist denn das jetzt für ein Scheiß hier? Okay, er geht weg. Wir haben hier Mission Impossible. Und müssen uns beeilen. Sehe ich das richtig? Wie sieht es jetzt aus, wenn wir eigentlich einfach durchrennen? Was passiert? Achso, das ist nicht gedacht für losrennen. Okay. Okay, ich verstehe. Es ist einfach dafür da, dass wir hier ein bisschen versuchen, sneaky durchzugehen. So. Was ist denn euch verkehrt? What the fuck? Was passiert hier? Okay, okay. Wir laufen weiter, als ob nichts wäre. Wir laufen nicht weiter, als ob nichts wäre. Ja, jetzt bin ich ja gefangen. Oder was? Ja. Was jetzt? Was mein? Oh, warte mal, ich bin ja gar nicht gefangen. Ja. Du hast uns das angetan! How? What the fuck muss ich hier machen? Ich hoffe, ich muss jetzt nicht nochmal den... Okay, den muss ich nicht. Ja, der ist da. So, hier muss ich nicht. Da muss ich auch nicht durch. Da muss ich auch nicht durch. Was jetzt? Achso. Nein! Du hast uns das angetan! Wir hätten es fast geschafft. Aber okay, ich weiß jetzt, wo wir hin müssen und wo es lang geht und ja. Auf einen neuen Versuch. Lalalalalala. Okay, jetzt sind wir wieder durch. Okay, wir haben es geschafft. Oh, Alter, das war jetzt aber auch eine Sequenz, die war ja mal wieder zum Kotzen.
Wo sind wir denn jetzt? Wo sind wir jetzt schon wieder gelandet? Also wir sind hier wieder bei Ruviks. Ja, Ruviks Büro, sag ich jetzt mal dazu. Jetzt wäre es natürlich geil, wenn jetzt natürlich jetzt wieder der Assassine kommt. Ja, das frage ich mich auch. Was ist das jetzt hier? Also, wir rennen jetzt nochmal ganz kurz da zu dem Haus hin. Und ja, checken wir das jetzt mal aus. Ich weiß, dass du da bist. Ich höre dich atmen. Reiche Dreckskerle. Glauben, sie können unser ganzes Land aufkaufen. Denen werden wir zeigen, wem das Land wirklich gehört. Ey, ganz ehrlich. Raus. Da. Was für Wichser sind denn das gewesen, ey? Ich glaube, ich höre Kinder. Ich habe nichts gehört. Was für ein Wichser, Alter. Wirklich. Ey, da ist ja wirklich. Ja, und jetzt? Frau? Waffe? Ja? Ja? Waffe? Okay. Nein. Ach so. Sorry. Dachte, ich muss da drauf schießen, damit das Ding wieder nach oben geht, aber no. Und jetzt? Ach so. Jetzt muss ich da drauf schießen, oder? Okay. Nice. Nice. Und die haben wir noch geglibbert. Ich wusste doch, irgendwo habe ich da bestimmt noch was hier rumliegen lassen. Jetzt gehen wir erstmal raus. Oder auch nicht. What the... Was ist denn dein Problem? Kann ich jetzt hier irgendwas eigentlich machen mit dem? Außer weg drin, wie so eine kleine Muschel? Hallo? 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 Könntest du mir sagen, was ich machen soll? Lal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 
Batman. Warte mal kurz. Warte mal kurz. Ich muss mal ganz kurz. Ganz kurz. Ich muss mal was spritzen. Nein! Da! Okay. Also, ich sage jetzt mal, das soll es für heute erstmal gewesen sein. In der nächsten Folge werden wir versuchen, diesen Endboss, der da vorne steht, kaputt zu klatschen. Wie? Habe ich noch keine Idee, aber wir werden uns irgendwas einfallen lassen. Ich hoffe, ihr hattet heute mal wieder Spaß. Schaltet wieder ein, wenn es heißt, eine weitere Folge The Evil Within. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da und auch gerne einen Comment. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Bis dahin erstmal. Reingehauen! Find myself within. Darkness twisting me around. There is nothing. Jokes time.